haben Fnatic weiterhin den Push am Lauf. Und das muss eigentlich jemand einsammeln. Das ist viel zu viel XP, als dass sie sich da nicht drum kümmern müssten. Und tatsächlich lassen sie es jetzt, denn der Spawn des Immortals ist aggressiv. Das liegt aber, natürlich macht das Boozer Camp nicht viel auf einer Lane, die sowieso gegen sie pusht. Und schlimmer noch, sie kriegen die ganze XP nicht. Also das verstehe ich nicht, den Call von Team Xpick. Team Expert. Sie sind jetzt ein halbes Level hinten und haben die XP nicht reingeholt und haben keinen Push laufen. Und der Gegner ist natürlich zum entscheidenden Zeitpunkt dann gleich früher Level 10. Und jetzt werden sie auch noch in Geldchen Unterzahl, weil jetzt jemand oben die XP einsammelt. Also da war ich jetzt unzufrieden mit. Egal, jetzt ist das Engagement gut tatsächlich gegen Breeze und der muss da dringend raus aus der Nummer. Springt nochmal raus mit seinem Q und bringt sich in Sicherheit. Und das gibt natürlich jetzt Team Expert die Chance, vielleicht doch nochmal vor Level 10 hier den entscheidenden Vorteil rauszuholen. Das Boozer Camp pusht für sie auf der Top-Lane. Auf der unteren Lane kümmert sich Thero um das Boozer Camp auf der anderen Seite. ADR, die wird nochmal dismounted. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, der Arthas pushte ebenfalls das Boozer Camp aus. Aber die Sonja holt da unten ganz gut XP rein. Damit sind sie tatsächlich doch jetzt auf gleicher Höhe. Und Kirsten hat offenbar technische Probleme. Ne, wir sehen es da hinten. Cassia. Da sehen wir den Heldennamen über dem Helden. Ist also Nick hat offensichtlich einen Disconnect. Und die Regie scheint zu denken, wir sind jeden Moment wieder drin. Aber ich glaube, das könnte im Moment länger dauern. Der muss natürlich dann wieder rejoinen, das Spiel. Und das wird wahrscheinlich so 3-4 Minuten dauern. Kann sein, dass er sofort wieder reingekommen ist. Aber ich halte jetzt für möglich auf jeden Fall, dass wir hier eine kurze Pause machen. Tja, ärgerlich. Situation tatsächlich jetzt ganz ausgeglichen. Also wir sehen Level 9 gegen Level 9. Heißt also, der Fight um die Immortals jetzt ohne richtigen zusätzlichen Stressfaktor. Also Level 10 ist für beide Teams schwer zu erreichen, zumal jetzt ja in dieser Formation am gegnerischen Immortal eigentlich Team Expert quasi nicht zu brechen sind. Wir haben es gesehen, dass sie, wenn sie da einfach geballt zusammenstehen, quasi nicht angreifbar sind für diese agile Composition von Fnatic, die können halt über die Map Team Expert relativ schön hin und her jagen, aber da einfach reinrennen gegen die Zarya ist dann doch nicht drin und insofern geht da glaube ich was für Team Expert. Zumindest dieser Immortal, den müssten sie sich nochmal sichern können. Dann vielleicht nicht den Muradin einfach noch drin stehen lassen und den Immortal verschwenden und dann kommen wir vielleicht doch nochmal mit ausgeglichenen Verhältnissen oder vielleicht sogar guten Verhältnissen für Team Expert ins Midgame. Halte ich auf jeden Fall jetzt hier erstmal für ganz wahrscheinlich. Und dann denke ich, wie gesagt, die Composition weiterhin eigentlich ziemlich gut für Team Expert meiner Meinung nach. Ich habe es gerade gelesen im Chat, dass die Zarya die ganze Zeit keine Energie hat. Das ist schon krass, ne? Aber es liegt natürlich daran, dass der Gegner einfach so gut ist. Natürlich wird da nie jemand draufballern, wenn das Zarya-Schild aktiviert ist. Und deswegen muss LDR die immer antizipieren. Aha, da kommt eine Ability auf mich zu. Versucht sich dann in dem Moment zu schilden. Aber natürlich sind Fnatic einfach sehr gut und werden das nicht einfach immer mal zwischendurch zulassen. Okay. Ihr seht, wir machen eine kurze Pause. Tut mir leid. Wir warten, bis Nick wieder im Game ist. Und dann geht's weiter mit Map Nummer 3. Bis gleich. Forced into servitude. But here, in this strange place, no one commands my power. I will conquer the Nexus. Those who oppose me shall embrace the web of death. I am Anubarak. I ruled
once before, I shall rule again. Stitches what shame. Stitches what playtime. Stitches play too rough. No one play with Stitches. But Stitches found Nexus. In Nexus, everyone has to play with Stitches. So much playtime makes Stitches hungry. Hilfe! Falsch! Direkt geht's weiter! Huf. Bad Benny muss einmal kurz ein bisschen aggressiv reinlaufen, weil er natürlich nicht vom Immortal gestunt werden will. Das war ein bisschen plötzlich. Jetzt Blizzard, please! Brace geht nochmal hinterher. Und Zai hat weiterhin keine Energie bekommen. Level 10, ein bisschen näher für Fnatic. Die haben zwischendurch auf der Top-Lane, glaube ich, ein bisschen XP eingesammelt. Selbiges versucht jetzt die Sonja unten, aber ein bisschen Vorteil ist auf jeden Fall da für Fnatic. Aber natürlich kann im Zweifel Team Expert dann einfach auch ihren Immortal verteidigen mit Level 9 gegen 10. Die Adi versucht da einmal die Schilde vollzuladen. Jetzt ist einmal gelungen, also Energie aufzuladen natürlich. Darrow mit dem Engagement in die Backline rein, guter Damage. Und der Immortal schubst ihn einmal raus. Bad Benny muss jetzt aufpassen, aber der Sprung ist ab. Das gibt aber trotzdem Probleme für Bad Benny in der Backline. Der gibt's den Kill, aber auf der anderen Seite Breeze auch ein bisschen overextended. Kommt aber raus tatsächlich. Nick auf der anderen Seite kann hier nicht mehr viel machen, kann nur noch rausgenommen werden. Seven-Sided Strike ist dann natürlich jetzt fertig. Sanctification und der Immortal kann noch mal kurz ein bisschen geschlagen werden von Ethereum. Ich glaube, das war tatsächlich der beste Call, den er machen konnte. Denn in dem Moment, wo natürlich Level 10 da war für Fnatic, war sofort der Fight vorbei. Ärgerlich. Und das war wieder eine Overextension von Muradin. Und ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Bad Benny ist da immer wieder einfach nicht so gut positioniert. Das ist natürlich, er ist natürlich auch derjenige, der vom Gegner den Hass kriegt, der in der ersten Front steht. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich. Es wirkt halt immer wieder ein bisschen zu einfach, ihn zu killen, dass er da rausspringt mit 10 HP und einfach nur der Genji hinterher springen muss. Und also sowas hier, da habe ich halt kein Verständnis, ne? Der hat noch nicht mal ein Ultimate gewählt. Ist ihm vielleicht nicht aufgefallen. Hat wahrscheinlich eigentlich Avatar gedrückt, aber hatte keinen Avatar. Und auf der anderen Seite sagen Fnatic, Lolli, viele Tat rein, dann nehmen wir Syndragosa und beenden jetzt das Spiel. Auf geht's! Und das könnte natürlich jetzt ganz übel werden für Team Expert. Da kann mir doch keiner erzählen. Da ist doch irgendwas verbuggt bei Bad Benny. Wie kann das sein, dass der immer noch kein Ultimate gewählt hat? Cassia zeigt sich nochmal. Zu aggressiv wird rausgenommen. Und der Immortal hat immer noch Lebenspunkte. Plötzlich sind zwei Level Vorsprung für Team Expert, für Fnatic natürlich. Und Bad Benny geht nochmal aggressiv rein, sorgt nochmal für ein bisschen Energie für seine Saya, aber immer noch natürlich die Unterzahlsituation. Das Keep werden sie nicht halten können. Insofern sollten sie es von vornherein lassen. Sonst wird einfach nur ADAD for free rausgenommen. Meine Güte, was ist das für ein unnötiger Feed heute von Team Expert? Da bin ich echt ein bisschen traurig, weil natürlich brauchten sie das einfach nicht. Der Immortal, der hat keine AP mehr. Da wird der Core jetzt nicht rausgenommen. Es sei denn, sie feeden hier weiter rein. Und Bad Benny sagt, naja, komm, eine Runde geht noch. Also wir sind immer noch 4 gegen 5 und haben wenigstens fast genauso viele Talente. Also das verstehe ich nicht so richtig. Ja, wir sehen tatsächlich Haymaker. Ist wahrscheinlich hier als Konter für den Genji gedacht, möglicherweise. Sorry, Freunde, ne? Aber das kann ich nicht verstehen. Also, ich meine, ich habe darüber nachgedacht, ne? Als er kein Ultimate gewählt hatte. Will er vielleicht Haymaker wählen? Und dann dachte ich mir aber, nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Sie müssen doch nur ein bisschen überleben. Sie haben doch eine saumäßig stabile Combo. Sonja stirbt nie, Muradin stirbt nie. Wenn Uta stirbt, ist gut für das Team. Cassia ist auch unsterblich. Was soll passieren? Und dann haben sie auch noch zusätzlich Zarya-Schilde, Divine Shield. Was soll passieren?
Wir nehmen einfach auf dem Tank kein Tank-Ultimate und lasst uns wegrotzen. Das ist mir unbegreiflich. Aber gut, vielleicht ist es ein Cheese, den sie irgendwie vorbereitet haben, den wir nicht verstehen, weil sie den jetzt nicht richtig vorführen können, weil sie zwei Level Rückstand haben oder so. Aber wahrscheinlicher wirkt auf mich auf jeden Fall das Divine Shield für Cassia. Schön gemacht. Und jetzt die Möglichkeit, vielleicht Chimpy rauszunehmen. Der Cassia Ultimate tat ordentlich weh und er möchte so gerne noch einen Heal haben, aber es gibt keinen Heal von SMX. Da war nichts mehr bereit und Breeze geht noch mal, wird nochmal gestunt. Da gehen sie nochmal hinterher. Nicht Breeze natürlich, sondern Wubi, der da gestunt wird. Der Taro kriegt tatsächlich den Speer noch drauf und der gute Arthas wird auch noch rausgenommen. Nächste Immortal-Phase ist jetzt am Start. Ja, der Poison Spear von der Sonja, der hat jetzt hier zweimal abgeräumt. Und plötzlich sind Team Mixer wieder back in Business. Ich wollte gerade unterstellen, dass er den Haymaker aus Tilt gewählt hat. Das wäre natürlich jetzt dann doppelt traurig. Aber ja, es muss tatsächlich einfach so sein, dass sie entweder Ringenti damit immer deleten wollen vielleicht. Oder noch einen zusätzlichen Stun haben wollen, um die Sanctification zu interrupten vielleicht. Also ich habe keine Erklärung. Drauf geht's auf den Greymane, Zarya Ultimate, aber da kommt sie nicht mehr richtig ran natürlich. Kirsten im Hintergrund kann auch nicht mehr so viel machen. Und von der Seite kommt Schwimpi jetzt wieder mit rein in den Fight. Allerdings musste der Greymane eigentlich schon disengagen. Insofern geht da jetzt vielleicht trotzdem was für Team Expert. Gleiche Talente sind wieder erreicht. Kirsten muss sich kurz zurückziehen. ADR, die auch, gehen beide kurz an den Brunnen. Sonja und Cassia machen in der Zwischenzeit Schaden. Das ist letztlich ausgeglichen, das ist okay für sie. Sie müssen nur kurz warten, bis sie wieder alle vollständig sind. Dragonblade und Syndragosa sind gleich wieder bereit für Fnatic. Aber Team Expert haben auch das Divine Sheet gleich wieder am Start, um das dann zu kontern. Und der Zarya Ultimate, der saß tatsächlich jetzt mehrfach gar nicht mal so gut. Insofern würde ich sogar unterstellen, da ist noch Raum nach oben. Bad Benny kriegt das Speed-Schild und natürlich kriegt er sowieso die Schilde, denn ohne Haymaker braucht er natürlich ein bisschen mehr Survival, keine Frage. Und rennt wieder rein in die Immortals dann. Feels Batman. Von der Seite gibt es die Flanke mit dem Genji. Ein bisschen unangenehm für Bad Benny natürlich. Der muss sich jetzt erstmal kurz zurückziehen. Muss natürlich den Passive nutzen von Muradin, um sich dazwischendurch immer wieder hochzuheilen. Aber Nick, der ist richtig hart unterwegs hier mit den Zarya-Schilden. Macht auf jeden Fall gut Stress. Und der Immortal ist jetzt gleich stark geschädigt. Und sie hatten zwischenzeitlich sogar Zeit, unten noch das, die Creep Wave auszupushen. Jetzt allerdings müssen wir schon sagen, langsam, oh, das ist so minimal zu spät für ADRD. Da kriegt er das Cursed Bullet ab. Direkt danach geht das Schild an. Und damit ist natürlich nichts gewonnen für ihn. Jetzt gibt es das Engagement, allerdings Certification provoziert. Gut gemacht. Und jetzt der Zarya Ultimate. Breeze hat Probleme. Kann aber direkt rausspringen. Und jetzt die Frage, ob Bad Benny da nochmal rankommt. Denn das ist natürlich jetzt ihre letzte Chance, bevor auf der anderen Seite Level 16 ansteht. Aber wir sehen es, der Disengage wird einberufen von seiner Cassia. Nick braucht ein bisschen Mana, braucht ein bisschen HP. Und damit ist es jetzt fast schon wieder hoffnungslos für Fnatic, für Team Expert natürlich. Denn Fnatic sind gleich Level 16. Es muss jetzt losgehen. Auf der anderen Seite, Sanctification ist raus. Das ist natürlich ein wichtiges Tool, um gegen den Haymaker Muradin am Leben zu bleiben. Aber der Poke-Damage ist natürlich sehr unangenehm für ADRD. Von der Seite kommt die Sonne gleich wieder mit dazu. Und dann muss es losgehen. Bad Benny mit dem Engagement. Arthas wird erstmal gestunt. Der ist natürlich kein optimales Target. Seven-Sided Strike wird weggetankt von Nick. Und jetzt gibt es die Syndragosa. Zarya mit dem defensiven Ultimate. Kann niemanden vom Team abschneiden. Sonja wird gestunt von Immortal. Unglücklich. Bad Benny hat auch Probleme. Im Hintergrund ist Schwimpi am Austeilen. Vorne geht's aber drauf jetzt. Mit der Sonja, mit den Zarya-Schilden. Alter Schwede, wie die ausrastet mit den Zarya-Schilden. Das ist ja lächerlich. Die Weinschild wäre noch bereit, Haymaker auch und natürlich auch der Cassia Ultimate. Oh, Bad Benny. Wie viel mehr Spaß der hätte mit Muradins richtigem Ulti. Der kann sich wirklich da die ganze Zeit nur im Hintergrund halten. Ist quasi ein Melee-Assassin eben mit diesem Ultimate. Cassia Ultimate ist schön, genauso wie das Divine-Shield. Aber sie haben halt keinen Tank und deswegen sagen Fnatic, jo, dann laufen wir einmal über euch drüber. Da wird ausradiert und Bad Benny mit dem Muradin kann nochmal einen Stormbolt werfen und ansonsten sich verabschieden. Level 16 ist erreicht, du Fnatic, Talent Lead und der Sieg auf Map Nummer 3 und damit werden sich Fnatic hier zufrieden ein 3-0 gönnen. Ich bin gespannt, was sie im Winners Interview dazu zu sagen haben. Ehrlich gesagt fand ich wirklich auch in der Nachschau immer wieder die Drafts ganz gut von Team Expert, aber es tut mir leid. Ich habe keine Idee, warum sie hier den Haymaker gespielt haben. Also aus meiner Sicht macht das keinen Sinn hier. Denn sie werden die ganze Zeit gepoked und müssen dann irgendwann aggressiv engagen. Und wenn der Samuradin macht, dann stirbt er einfach.
Also ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß es nicht, warum sie das so gemacht haben. Naja, Team Expert hatten ja vorher angekündigt, dass sie vielleicht noch ein paar Tricks auf Lager haben. Also wie gesagt, das kann wirklich sein, dass das einer von diesen Tricks waren. Und wenn diese, also dass das eigentlich in bestimmten Konstellationen super funktioniert und wir das jetzt einfach nicht zu sehen gekriegt haben, weil Team Expert die ganze Zeit so weit hinten waren. Aber guckt es euch an, ist einfach so am Leiden. Und der Thero sagt dann trotzdem, ja, aber wir müssen jetzt los. Und da ist natürlich dann direkt nichts mehr zu wollen. Und das ist natürlich dann hier der Moment, wo dann Fnatic einfach sagen, ja, dann gehen wir jetzt drauf. Die haben alle keine AP mehr. Einfache Aufgabe für Schwimpi, hol dir die Kills. Und selbst wenn der Cassia Ultimate gut ist und das Divine Shield dann auch nochmal viel wegtankt, es ist dann einfach irrelevant. Weil sich da keiner davor werfen kann. Und wenn so eine Composition mit Tyrael, Genji und Greymane einfach in dich reingerannt kommt und sich keiner davor stellt und sagt, halt, stopp, dann wüsste ich nicht, wie sie das irgendwie wegdenken sollten. Ich gebe euch kurz den Pausescreen, damit wir noch schnell das Winners-Interview rausholen können aus dem Mainstream. I'm lost, but ever since then, your guys' execution continues to be on point. How do you guys even get to the scenario where you can just deliver blows constantly? I mean, we had a really good, like, we had really good.